Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute geht's weiter mit den deutschen Broten und zwar ein Paderborner Landbrot. Klassische deutsche Brotsorte. Roggenmischbrot, 80% Roggenmehl, 20% Weizenmehl. In meinem Fall hier mit Gewürzen, kannst du aber auch weglassen und ist ein typisches Kastenbrot. Ich mache zuerst einmal die Vorstufe. Dazu brauche ich 200 Gramm warmes Wasser, 30 bis 35 Grad, 20 Gramm Sauerteig. Da nehme ich meine Madre Bruno, schlemme ich hier gleich mal auf. Absolut kannst du hier natürlich auch einen Roggensauerteig verwenden. Das ist auch die klassische Methode. Für zu Hause habe ich einfach Bruno, den setze ich überall ein. Dann Roggenmehl, 8/15er. Hier gleich dazugeben. In meinem Fall gibt das die helle Variante. Alles durchmischen. Geht aber auch mit dunklem Roggenmehl. Absolut kein Problem. Gut durchmischen, runterwischen und das Ganze für 12 Stunden in der Küche stehen lassen. Der Sauerteig ist ready. Gleich in die Küchenmaschine rein. Das duftet schon in der ganzen Küche, da hat sich schon ein wunderbares Aroma entwickelt. Hier habe ich noch 200 Gramm Roggenmehl und 100 Gramm Weizenmehl Typ 10/50er. Du kannst hier aber auch 5/50er nehmen. Auch gleich mit dazu. 220 Gramm Wasser, hier kannst du gerne auch so 30 Grad warmes Wasser nehmen. Roggen hat gerne warmes Wasser. Dann habe ich 5 Gramm Backhefe. 10 Gramm Salz und optional für alle, die es mögen, Brotgewürz. 3 Gramm, das ist jetzt eine Mischung zwischen Kümmel, Fenchel und Koriander. Kannst du selber entscheiden, ob du es magst oder nicht. Ich gebe es hier mit dazu. Küchenmaschine schließen. Nicht erschrecken bei diesem Verhältnis. 80% Roggenmehl, 20% Weizenmehl. Du wirst nie einen plastischen Teig hinbekommen. Ist völlig normal. Das wird auch fast nur gemischt, so für 5 bis 8 Minuten auf kleiner Stufe einfach schön durchmischen. Teig ist fertig geknetet. Nicht erschrecken, der bleibt so weich, das ist kein plastischer Teig, völlig normal. Darum lasse ich den auch gleich im Kübel. Da mache ich mir keinen Stress, den fasse ich erst an, wenn ich ihn brauche. Zudecken, 60 bis 90 Minuten gehen lassen. Teig ist ready. Den klatschen wir uns jetzt in eine Form rein. Dazu mache ich feuchte Finger. Du kannst ihn auch mit Mehl aufarbeiten. Mit Wasser geht es aber fast einfacher. Eine Teigkarte in die Finger nehmen und runterwischen. Den Teig rausnehmen, formen und in die Form reinklatschen. Und der Vorteil am Wasser ist auch noch, ich kann hier oben das Ganze schön glätten. Wasser das Ganze schön glatt machen und reindrücken. Das ist nicht das klassische Verfahren, das geht jetzt schon ein bisschen ins Genetzte rein. Ich finde es aber am einfachsten, oben wird das Ganze dann noch gestiebt, also es kommen Löcher rein und der Glanz ist immer sehr schön, wenn die Oberfläche benetzt ist. Und darum mache ich es gleich jetzt. Geht zum Formen auch noch einfacher. Es ist ja in einer Form gebacken, kein Problem. Jetzt noch einmal für eine Stunde aufgehen lassen. Ist wunderbar aufgegangen, fast ums Doppelte. Jetzt wird das Ganze noch gestiebt. Hier oben drüber. Schauen, dass das Ganze feucht ist, sonst klebt es gerne. Und dann ab in den Ofen, 250 Grad ist der Ofen vorgeheizt, reinschieben, Temperatur auf 210 Grad reduzieren, Wasser auf die gießen, damit Dampf entsteht, nach 20 Minuten den Dampf ablassen und schön auspacken. Nach 55 bis 60 Minuten ist das Brot gebacken, ausformen, wunderbar flutscht es raus. Hier gleich aufs Gitter stürzen und auskühlen lassen.
Das Stiepen hat eigentlich den Grund, dass es oben nicht ausreißt, aber ich habe das wahrscheinlich etwas zu zart gemacht. Ich hätte etwas tiefer gehen können. Es hatte einen schönen Ofentrieb, darum hat es oben auch ein bisschen ausgerissen. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Vor allem der Glanz ist wunderbar. Anschnitt. Und guck dir das mal an. Genauso will man das haben. Eine feuchte, eher kompaktere Krumenstruktur, trotzdem wunderbar gelockert. Sieht richtig toll aus. Richtig toll sieht das Ganze aus. Ja, genau. So kurz muss die Krumenstruktur sein. Schön. Die Gewürze sind schon richtig erkennbar. Knackige Kruste. Sehr kurze, dünne Kruste, richtig lecker. Dann sind innen schon die Gewürze, die nicht dominieren, aber so ein bisschen mitschwellen. Zum Schluss noch eine schöne Säure. Ein Brot, das sehr lange frisch bleibt, mit oder ohne Gewürze, kannst du selber entscheiden. Auch die Form kannst du anpassen. Willst du es höher, willst du es tiefer, willst du es schmaler? Ist dir überlassen, lass einen Kommentar da, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.